Moin, moin, liebe Hörer. Wir öffnen heute das nächste Türchen unseres 2 aus 11 Adventskalenders für euch. Viel Spaß! Wochenend und Sonnenschein. Guten Morgen, meine Lieben, zum 10. Türchen. Ja, ist so sieht's aus. Zeit, ne? Schon von unserem Adventskalender. Fast. Zeit, ne? Fast. So, wir sehen uns ja nachher schon wieder. Das ist richtig. Ich ziehe jetzt erstmal eine Karte und du fängst mal an zu raten. Das Quartett heißt, ist so irgendwie 80er Jahre, glaube ich. So Ende 80er. Und das heißt Cabrios. Ja. Ist das? Naja, egal. Was auch immer. Gibt eins, das heißt Cabrios und dann hören nach der Hälfte die Cabrios aus, weil sie nie mehr hatten. Dann machen sie einfach mit Coupés weiter. Das ist, glaube ich, ein ganz buntes Ding. Da sind so ganz komische Autos drin, von bis, boah, da kann ich ja mir einen Wolf raten. Ja. Ist ein deutsches Auto? Ja. Na, das ist ja schon mal gut. Ist es eins der üblichen Verdächtigen? Nein. Ach so, das heißt, es ist nicht so ganz einfach zu erraten, meinst Nein. du? Ich gebe dir einen Tipp, wir haben ja nicht ewig Zeit bei unserem Adventskalender. Hatte ich mal hier in blau, leuchtend blau. Oh, ich glaube, dann weiß ich es schon. Ja. Kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Ich bin damals, als er abgeladen wurde, extra hergefahren, um ihn mir anzugucken, weil wir ja nicht wussten, wie lange er hier ist. War auch nicht so lange da. Ein Istera, richtig? Genau. Oh, geil. Istera Spider 033, der hat hier komische Daten. Hier steht 1800 Kubik, 4 Zylinder, 140 PS. Aha, dann ist das der Golf GTI-Motor. Ja, aber ist ja nicht 140 PS. Nee, das ist stimmt. Ist nicht genau 1800 Kubik. Also ist tatsächlich so... Die allerersten waren es, so, ne? Ja, die allerersten gar nicht so. Es gibt ja sowieso mal. Nur, ich glaube, 13 oder 14 Stück von dem Ding. Und der erste hat einen Golf GTI-Motor. Der erste, okay. Ja. Und ich glaube, der schon nicht mehr, der rote auf dem Bild. Ja, jetzt kann man hier die Felgen nicht erkennen, weil nachher hatte... Also der erste hatte Pirelli-Felgen. Genau, ich glaube, genau. Der hier hat tatsächlich die Pirelli-Felgen. Das sieht mir so aus. Weil das danach... Auch eine Gullideckel sein. Weil danach hatte er ja die Gullideckel-Felgen und hatte ja dann auch 16V-Motor, ne? Ja, es gab den... Vom 190er. Ja, es gab den mit 16V-Motor, es gab den aber auch mit größeren Motoren, mit 16er gab es den auch noch. Ja. Es gab verschiedene Varianten. Ja, ja. Ich glaube, die meistgebaute Variante... Der, den du hattest, war ja ein Sechszylinder. Ja, ich glaube, die meistgebaute Variante, nämlich 3 Stück oder 4 Stück von den ganzen, ist tatsächlich mit dem Mercedes 16V-Motor, mit dem 2,3 16V-Motor. Ein geiles Auto, also ist eine komplette Eigenkonstruktion von Istera. Ist ein Gitterrohrrahmen mit einer Kunststoffkarosserie, ist sehr leicht, ist extrem hochwertig verarbeitet, dafür, dass es eigentlich so ein handgebauter Prototyp ist. Und fährt auch ordentlich, macht richtig Spaß, das Ding. Sitzt ja komplett im Wind, der hat ja keine Windschutzscheibe. Ne? Ja, ich hab immer noch ein altes Handy-Video aus der absoluten Anfangszeit von Handys, die Videos machen konnten, wie hier in Hamburg ein roter Istera Spider über den Heidenkampfweg fährt. Ja, hier gab es einen roten, der war beheimatet am Leinfahrt. Ach, siehste. Und hat der Besitzer ganz lange gehabt, der ist mit dem Ding über 200.000 Kilometer gefahren. Unfassbar. Und das ist einer mit Mercedes 16V-Motor. Okay. Lass mich nicht lügen. Ich meine, es ist die Nummer 4 oder 5 gewesen. Ich habe mich ja mit dem Thema richtig beschäftigt. Ja. Und der Wagen war dann, der ist mal auf einer Auktion, der ist irgendwie in Belgien gelandet oder so hinterher für viel Geld. Aber der Besitzer ist ihn ganz, ganz lange gefahren. Der hat ihn richtig benutzt. Also den hat man oft fahren sehen. Als ich das Auto gesehen habe, ich das Auto gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ja von einem anderen Stern. Ja. Und vor allem, weil man, also das wird auf einmal Realität. Man kennt dieses Auto wirklich nur aus dem Quartett. Ja. Und es mag ja sein, dass das irgendwo mal auf einer Messe steht. Aber dass so ein Auto im Straßenverkehr benutzt wird, ganz normal gefahren wird, das war der Hammer. Am Leinfahrt stand der und oben um die Ecke rum stand ja ein silbernes Coupé. Ja, Wahnsinn. Dieser Wagen, den hat der Besitzer heute noch, der hat jetzt HHCW 311 als Kennzeichen auch. Und so. Ja, unglaublich. Und der hat einen 6 Liter AMG-Motor drin. Ja, das ist ja noch unglaublich. Das ist so brutal.
Das mit den Gedanken gehe ich ins Wochenende. Oh, da mache ich auch die Augen zu und träume. Nee, es ist Samstag, spiel Lotto, tschüss. Ja, gute Idee. Spiel mal für mich mit. Ja. Ciao, ciao. Das war der 2 aus 11 Adventskalender. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet und wir gemeinsam schauen, was sich hinter der nächsten Tür verbirgt. Also, bleibt gesund und einen schönen Tag.